Wie sicher ist das Open Air Frauenfeld? 130'000 Besucherinnen und Besucher werden das Wochenende erwartet. Bei so vielen Leuten kann viel passieren. Vor allem Unwetter sind eine grosse Gefahr. Er kennt das Risiko genau. Der Andreas Mestka ist Sicherheitsexperte. Unter anderem betreut er das Open Air St. Gallen. Restrisiko bleibt. In einer Aussenveranstaltung, trotz bestem Sicherheitskonzept, Wettereinflüsse können nicht immer hundertprozentig vorausgesagt werden. Und die Reaktionszeit ist teilweise so kurz, dass Restrisiko bleibt. Das muss man so sagen. Das Open Air Frauenfeld ist vorbereitet. Blitzableiter, Notausgang und Sanität sind vorhanden. Wir haben alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die uns von den Behörden auferlegt worden sind. Das sind strenge Auflagen, die uns da auferlegt worden sind. Wir sind dauernd im Kontakt mit dem Meteorologen, der da nur für uns arbeitet, dass wir immer wissen, was genau läuft, was von uns zukommt. Logischerweise kann man nie alles zusammen ausschliessen, aber wir haben das Menschenmögliche dafür da, dass wir eine maximale Sicherheit bieten können. Vor 3 Jahren ist das Schlimmste eingetreten. Ein Gewitter lässt ein Festzelt einstürzen, eine Helferin stirbt. Damit sich dieser tragische Vorfall nicht wiederholt, braucht es eine genaue Vorbereitung. Könnte das nochmal passieren? Ich glaube, heutzutage ist man extrem darauf sensibilisiert, auf die ganze Unwetterthematik. Ich weiss, dass diverse Festivals sehr stark mit meteorologischen Firmen zusammenarbeiten, über lange Zeiten auch, also auch im Vorfeld und im Nachhinein, und so eigentlich rechtzeitig Warnungen bekommen und so auch rechtzeitig könnten solche Arbeiten unterbrechen. Viel ist gemacht worden in puncto Sicherheit in den letzten Jahren. Aber die hundertprozentige Sicherheit ist bei einem Open Air nicht möglich.